Hallo zusammen, es freut mich sehr, dass ihr alle da seid zu einem kurzen Videotraining zu den Scheibenwischer-Refill. Mein Name ist Willi Stalder. Wir sind der Lieferant und die Hersteller zugleich von diesen Scheibenwischer-Ersatzgummis. Wir produzieren Scheibenwischer-Gummis für originale und nicht originale Scheibenwischerblätter. Und vielen Dank, dass ihr uns die Gelegenheit gibt, in diesem Kurztraining euch aufzuzeigen, was die exzellenten Vorteile sind von unseren Produkten für Sie als Verkäufer, für Ihr Kunde als Händler, für Ihr Kunde als Werkstatt oder für den Endverbraucher. Und in diesem Video lernt ihr alle Systeme kennen, die es weltweit gibt. Für die Scheibenwischerherstellung verwenden wir sehr edle und ganz hochwertige Materialien. Für alle, die es noch nie gesehen haben, zeigen wir jetzt einen kurzen Film über unsere Produktion. Wir haben zwei Extruderlinien. Hier ist das Rohmaterial. Dieses Rohmaterial wird jetzt direkt aus den Paloxen in den Extruder hineingezogen. Dann mit einem sehr, sehr hohen Druck nach vorne gepresst. Durch mehrere Siebe durch und in diese Form vom Scheibenwischergummi. Danach kommt es ins Salzwasserbad mit weit über 200 Grad Celsius, um die Vulkanisierung abzuschließen. Und hier produzieren wir bis zu 250 Meter pro Minute. Um die ganze Chemie nochmals zu ändern, gehen wir hier mit über 300 Grad direkt auf den Gummi. Die ganze Linie ist 80 Meter lang und zum Schluss wird es mit einer ganz speziellen Schnitttechnik geschnitten. Jetzt, wir haben ein kleines Video vorbereitet, das geht 2 Minuten ungefähr, das erklärt das ganze Business rund um die Scheibenwischer-Ersatzgummi. Okay, schaut euch einfach das Video an. Die Frage ist doch die, warum sollen wir uns das alles antun? Den richtigen Wischer zu suchen mit dem richtigen und dazugehörigen Adapter. Das ist doch alles unnötig, denn der Kunde, er bringt ja eigentlich alles mit. Der richtige Wischer mit dem richtigen Adapter ist ja bereits auf dem Fahrzeug. Und das bedeutet, Wischer hochheben von der Scheibe, Refill wechseln und zufahren. Was wir hier sehen, ist eine total unnötige Kapitalbindung. So viel Wischer können wir mit zwei verschiedenen Ersatzgummis abdecken, den 610er Standard und den Aerotwin. Was wir mit dem Gummitauschen machen, ist eigentlich vergleichbar
mit dem Reifenhandel. Wir tauschen ja auch nur die Reifen und nicht die ganzen Räder. Der Verbrauchermarkt, wie sieht der überhaupt aus? Erstens, wir haben billige Scheibenwischer, Qualität nicht gut, Lebensdauer vom Wischergestell und vom Gummi sehr verkürzt. Zweitens, alternative Scheibenwischerprogramme aus aller Welt, einigermaßen gute Qualität, allerdings passen hier viele Adapter nicht. Drittens, die originalen Wischer, das ist die beste Qualität, aber sehr teuer. Diese Qualität wird mit unseren Scheibenwischergummis beibehalten und somit spart man eine Menge an Kosten. Die Lebensdauer der Wischergestelle von originalen Wischern beträgt so circa 10 bis 15 Jahre. Was denkt ihr? Wie viele Scheibenwischermodelle gibt es im Markt? Verschiedene Modelle. Stellen wir uns mal vor, diese 2200 Scheibenwischer an eine Wand zu hängen. Diese Länge von dieser Scheibenwischerwand wird ungefähr 200 Meter sein. Das bedeutet, in jeder Werkstatt, in jedem Betrieb fehlen sehr, sehr viele Scheibenwischer, weil die Adapter nicht passen, die Längen passen nicht, die Typen passen nicht. Und da haben wir die totale Lösung mit unserem Scheibenwischerersatzgummi, weil wir die Überlänge einfach abschneiden können. Denn mit 4 oder 5 verschiedenen Scheibenwischerersatzgummi von uns, Made in Germany, haben wir eine Abdeckung von 90-95% von all diesen 2200 verschiedenen Scheibenwischer. So, und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Scheibenwischertypen miteinander an. So, und hier kommen wir zum Standardwischer, auch Bügelwischer genannt. Wir haben hier zwei verschiedene Refills und die sind unterschiedlich nur in den Längen. Das eine ist kürzer und 61 cm lang, das andere ist länger und hat eine Länge von 75 cm. Das bedeutet, wenn Sie einen Bügelwischer haben, bis 61 cm können Sie das kürzere Refill gebrauchen. Wenn der Wischer länger ist, nehmen Sie das längere, wo 75 cm lang ist und die Überlänge wird ja so oder so dann abgeschnitten. Diese Bügelwischer findet man auf Autos, hauptsächlich allen LKWs, Traktoren und Baumaschinen. Hier sehen wir die Aerowischer. Aerowischer kann bedeuten, dass es ein Champion ist, ein Bosch, Traiko, Mitsuba oder irgendein chinesisches Modell, wo diese Form hat. Auch hier ist es wieder egal, ob es originale oder nicht originale Aerowischer sind. Unsere Gummis passen in alle diese Aerowischer außer originale Valeo und Visioflex Scheibenwischer. Da passen sie nicht. Auch hier haben wir immer das gleiche Gummi, egal für welches Modell, welche Länge, welche Marke, spielt gar keine Rolle. Einfach Gummi auswechseln und fertig. Wir haben zwei verschiedene Längen. In den Industriekartons drin, wo wir 20 und 40 Stück abgepackt haben, sind sie 75 cm lang und in den Zweierverpackungen sind sie 80 cm lang. Hier sieht man ganz deutlich den Unterschied zwischen den Standard- respektive Bügelwischer und diesen Aerowischer. Und hier haben wir das Refill für die Bügelwischer und hier ist unser Refill auch für die Aerowischer. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Typ Scheibenwischer, das ist der sogenannte originale Valeo Scheibenwischer. Man sieht diese Halteklammer links und rechts aus Plastik. Hier haben wir ein spezielles Gummi dafür gefertigt und beim Valeo ist es so, dass der originale wischende Teil und der windabweisende Teil ist ein Gummi. Das bedeutet, wir brauchen einen wischenden Gummi plus einen universellen Spoiler dazu. Das bedeutet, die Handhabung vom Valeo ist ja okay, aber nicht so einfach wie bei allen anderen Wischern. Es braucht mehr Zeit zum Wechseln, weil es sind doch immerhin zwei Teile, die zu wechseln sind.
Mit diesem Bild sehen wir, was ist denn der Unterschied zwischen AeroTwin und Valeo. Wenn wir diesen AeroTwin mal anschauen, ist oben ein Plastikspoiler über das ganze Wischergestell gezogen. Man sieht kein Eisen und man sieht gar nichts. Beim Valeo ist Metall links und rechts sichtbar und der Gummispoiler ist in der Mitte. Dann von weit her sieht man dieses Plastik, wo das ganze Wischergestell zusammenhängt. So, und jetzt der nächste Typ ist der Hybrid-Scheibenwischer. Made in Japan, sehr gute Qualität, aber auch sehr teuer. Achtung, Vorsicht! Diese Hybridwischer haben nichts zu tun mit Hybridautos. Diese Hybridwischer sind anzutreffen, oben gekennzeichnet, zum Beispiel Toyota, Subaru, Chevrolet und so weiter und so fort. Neu jetzt auch BMW X6 und X5. Unser Refill ist gebogen, damit der Anpressdruck links und rechts gewährleistet ist. Unser speziell angefertigtes Refill ist für diese Hybridwischer original und nicht originale montierbar. Und jetzt der zweitletzte Scheibenwischertyp, Dyna, made in Brasilien. Die Anwendung ganz wenig in Europa, ein bisschen für Volvo und ein kleiner Teil für Citroën. Auch hier haben wir ein spezielles Gummi angefertigt, das hat eine komplett andere Form, damit es in diesen Dyna hereinpasst. Auch hier wiederum, unsere Gummis passen in originale und nicht originale Dyna-Wischer. Diese Dyna-Wischer erkennt man auch von weit her, die haben eine schmälere Form und sehen anders aus als die normalen Aero-Wischer. Geht über den QR-Code direkt auf den Carfinder und auch dort haben wir ein Anwendungsvideo über diese Dyna-Wischer platziert. Jetzt kommen wir zum letzten Scheibenwischertyp, das ist der asiatische Heckwischer. Dazu haben wir ein spezielles Refill angefertigt, weil hier die Aufnahme ein bisschen anders ist, respektiv schmäler ist. Dieses Refill hat eine komplett andere Form, wie ihr seht. Dieser asiatische Heckwischer ist hauptsächlich anzutreffen bei Toyota, Daihatsu, Mazda, Mitsubishi, Honda, Nissan, Hyundai, Proton, Isuzu, SsangYong, Kia, Subaru, Lexus, Suzuki, Tata, Daihatsu, Infiniti, Alfa Romeo und neu jetzt auch bei Fiat. Auch hier eine sehr komfortable Anwendung. Schaut auf den Carfinder und dann seht ihr, welches Auto diese Wischer hat. Und hier zuletzt nochmals eine kurze Zusammenfassung. Wir haben da ein Bügelwischer, ein Aero-Wischer, ein Dyna-Wischer, ein Original-Valeo-Wischer, ein Hybrid-Wischer und ein asiatischer Heckwischer. Wenn man bedenkt, dass es nicht mehr, weltweit nicht mehr Scheibenwischertypen gibt als nur das, dann ist doch das Handling viel, viel einfacher, zu jedem Typ ein Gummi im Lager zu halten. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was alle interessiert. Welches Refill für welches Fahrzeug? Geht auf unsere Applikation, wir haben die ganz neu bereitgestellt für Sie. Dort seht ihr, welches Refill für welches Fahrzeug. Wir haben auf jede Verpackung einen speziellen QR-Code gedruckt mit diesem Carfinder drauf. Das ist eine Gratis-Applikation, wo Sie herunterladen können auf jedes Smartphone oder auf jedes Tablet. Für alle diejenigen, die die Adresse direkt in Computer, Tablet oder Smartphone eingeben wollen, drücken n.swissint.com. Dann kommt diese Applikation, sagen wir mal, nehmen wir die deutsche Sprache. So, oben links sind alle Wischer, rot gekennzeichnet, Standard, AeroTwin, Hybrid, dann LKW und als nächstes kommen die Heckwischer wie Standard und AeroTwin, asiatische Heckwischer und wenn nichts mehr geht, andere. Dann oben rechts suchen nach Autos, zum Beispiel Alfa Romeo, welcher Typ? Dann wählen wir den Typ aus,
wie hier zum Beispiel, der hat einen Standardwischer auf der Frontscheibe oder vielleicht in seinem Leben mal gewechselt zum AeroTwin oder sogar ein Hybrid wäre möglich. Eher wahrscheinlich nicht, aber theoretisch wäre es möglich. Wenn das ein Hybridwischer ist, kann man direkt zum Film gehen und hier drücken und dann läuft der Installationsfilm ab, wie es zu montieren ist. Es ist sehr einfach und easy dargestellt. Gehen wir mal zurück und sagen, okay, wir suchen nach LKWs. Automarke, jetzt gehen wir auf Iveco. Der Iveco hat zu 99,9% den Standard. Theoretisch wäre es möglich, dass auch der den AeroTwin hat. Wenn er den Standard hat, kann man da drücken und nochmals drücken und dann läuft der Installationsfilm, eine Kurzversion für den Standardwischer. Hier zum Beispiel zuerst Gummi herausnehmen, von Hand oder mit einer Zange. Dann die Eisen auch entfernen. Den mitgelieferten Keil durch die Eisenlaschen durchziehen, damit der Abstand für das neue Refill genau eingestellt ist. Unser neues Polycarbonat hat vorne ein Spitz, mit dem wird eingefahren. Damit es einfacher geht, ist es so in Spitz geschnitten. Durchziehen, bis es hinten einklingt. Das ist unser neues Klicksystem und absolut sicher und einfach zu bedienen. Auf der gegenüberliegenden Seite 15 mm außerhalb von der letzten Halteklammer die Überlänge abschneiden und fertig gewechselt, nur noch zufahren. Als letztes schauen wir uns die Wohnmobile im CarFinder an. Auch hier wieder dasselbe, Automarke wählen, Detlefs zum Beispiel, der hat einen Standardwischer oben oder vielleicht hat er mal gewechselt zu einem AeroTwin. Und wenn das ein AeroTwin ist, dann gibt es Typ 1, ein AeroTwin Typ 2, ein Typ 3. Die sehen von oben alle gleich aus oder hier mit einer Öffnung. Das ist Champion Traiko Bosch oder Honda und Toyota haben solche, Mitsuba. Hier ein AeroTwin für Honda und hier noch ein AeroTwin, ein chinesisches Modell. Schaut euch die Wischer immer von hinten an, dann seht ihr, was ihr in der Hand hält. Ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel hier ein AeroTwin Typ 1 in der Hand hält, dann müsst ihr zuerst den Deckel so wegziehen. Dann mit einem Schraubenzieher diesen Haken ein bisschen öffnen, der ist nur in Gummi reingestochen und hält den Gummi als Bremse fest. Dann das alte Gummi aus dem Gestell herausfahren und das neue Gummi am gleichen Ort wieder hineinfahren bis zum Anschlag. Dann auf der anderen Seite die Überlänge abschneiden, mit einer Zange diesen Haken wieder herunterdrücken. Und die Abdeckung wieder aufsetzen, bis sie einklingt. Geht auf diesen Fahrzeugfinder, es ist wirklich sehr einfach. Jetzt, was bedeutet das in der Praxis? Schaut euch die AeroWischer von der unteren Seite an, dann seht ihr den Deckel, wie der zu entfernen ist. Das kann sein, dass das Mitsuba, Bosch, Traiko, Champion ist. Es sehen alle gleich aus von oben. Dreht die Wischer um. Und unten auf der unteren Seite sieht man, diese Deckel sehen ganz anders aus. Auf diese Weise seht ihr sofort, was ihr in der Hand hält. 1, 2 oder 3 oder ein Mitsuba mit einer Öffnung. Und hier nochmals bildlich dargestellt vom AeroTwin die Abdeckkappen 1, 2 oder 3. Und hier die Abdeckkappen vom Typ Honda und von diesem Champion, Traiko Bosch oder Toyota oder auch Honda,
mit einer Öffnung, wo wir die Gummis nur direkt zu dieser Öffnung herausnehmen können und in diese Öffnung hereinschieben können, ohne dass wir die Abdeckkappen entfernen müssen. Wenn unsere Kunden das wünschen, können wir selbstverständlich den ganzen Carfinder auch noch in Printform zur Verfügung stellen. Ebenso haben wir eine Verkaufsdokumentation parat, auf der linken Seite sämtliche Argumente, ganz wenig erklärt, aber ganz eindeutig. Auf der rechten Seite haben wir eine Produkteübersicht, sehr einfach und ganz klar dargestellt, da muss man nicht sehr viel Worte verlieren. Für den Verkauf haben wir eine spezielle Version angefertigt. Auf der rechten Seite werden 2 bis 3 cm lange Gummis eingeklebt, damit der Verkauf das Ihrem Kunden zeigen kann und der Kunde bekommt ein besseres Gefühl für unsere Produkte. Auf diese Weise können wir jeden Verkäufer mit einer sogenannten Verkaufsdokumentation ausstatten. Und jetzt, was sind dann die exzellenten Vorteile von unseren Scheibenwischer-Refills? Sehr hohe Qualität, made in Germany. Was bedeutet das für den Verbraucher? Mit unseren Refills behält der Verbraucher die originale Qualität des im Windkanal getesteten Scheibenwischergestells. Keine Veränderung der Aerodynamik, der Kunde spart Geld und die Werkstatt verdient durch mehr Verkäufe mehr Geld. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr hohes Sicherheitsbestandteil an jedem Fahrzeug. Bitte gefährden Sie sich und Ihre Familie doch nicht wegen einem verbrauchten Scheibenwischergummi. Es ist ganz klar eine Win-Win-Situation. Schont unsere Umwelt und auch Ihr Geldbeutel. Es ist höchste Zeit, ein Umdenken zu veranlassen und nicht immer das ganze Wischergestell wegzuwerfen. Schont unsere Umwelt, Ihr Geldbeutel, denn der Kunde ist Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihm in sein originales Gestell unsere Gummis wechseln. Ein kleines Umdenken bedeutet, Ihr Handling ist viel einfacher. So, jetzt kommen wir zum Praxistest. Wie schnell sind dann die Refills in der Praxis gewechselt? Hier haben wir ein neueres Toyota-Modell mit Mitsuba-Scheibenwischer ausgestattet. Diese Wischer haben ein Loch, den Gummi direkt aus dem Loch herausziehen und unten oder oben wieder direkt ins Loch reinfahren, nachschieben bis zum Anschlag und dann die Überlänge unten abschneiden. In 20 Sekunden ist das Ganze gewechselt und dann habt ihr wieder eine Qualität wie auf einem Neuwagen. Jetzt können wir euch zeigen, wie man an einem LKW ein Scheibenwischer-Refill schnell und easy wechseln kann. Nur Scheibenwischer hochklappen, den alten Gummi aus dem Scheibenwischergestell entfernen, dann den dazugehörigen Keil durch die Eisenlaschen schieben, damit der Abstand für das neue Refill ganz genau eingestellt ist. Das muss man nur einmal machen, beim zweiten Wechsel muss man das nicht mehr machen, dann ist es eingestellt. Dann das Refill mit dem Spitz voran durch die Eisenlaschen durchziehen bis am anderen Ende und dann ziehen und einklinken. Dann auf der anderen Seite die Überlänge einfach abschneiden und in 42 Sekunden ist das Ganze gewechselt. Hier zeigt der Mechaniker seinem Endkunden, warum dass er neue Scheibenwischerblätter braucht. Bevor das Gummi die Scheibe zerkratzt, er schlechte Sicht hat oder großen Schaden anrichten, haben wir für Sie eine sehr gute Alternative. Ein Gummi made in Germany, absolute Top-Qualität. Und diesen Gummi können wir in dein Gestell einfahren. Danach hast du eine Qualität wie auf einem Neuwagen. Dürfen wir das tun? Vielen Dank! Wir produzieren nicht nur Scheibenwischerersatzgummi, wir haben die totale Lösung für jeden Händler, für jede Werkstatt und für jeden Endkunden parat. Denn Qualität muss nicht teuer sein. Wir haben die günstige Lösung für Top-Qualität. So, nun wären wir schon am Schluss angelangt. Es ging ja sehr schnell. Die Zeit geht so schnell vorbei. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bedanken, dass ihr unsere Produkte verkauft, mit unseren Produkten arbeitet. Und wenn Fragen aufkommen, kommt direkt zu uns. In dem Sinn, viel Glück, viel Erfolg, bleibt gesund.
und ciao, ciao.